Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Tomb Raider. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sind jetzt hier in diesem Bunker drin und sehen auch gleich schon ja, ein paar Leichen irgendwie. Es ist eiskalt. Ja, es tut mir leid. Die Flaschen liegen irgendwie komisch hier drin. Die Glasflaschen. Naja, egal. Gut. Bogen haben wir ausgerüstet. Was? Kann ich irgendwas aufmachen? Ah, und zum Untersuchen. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Erinnert mich irgendwie so an ein paar komische Geschichten. Naja. Ja. Wunderbar. Komm mit, wir sehen nach. Ja, kommt mal. Seht mal nach. Links oder rechts? Rechts rum, ha? Links. Sind die Gas oder sowas, ne? Da komme ich jetzt noch nicht so richtig rein. Zum Aufstellen. Ist Mission. Haben wir gemacht. Ah, jetzt ist es auch weg. Dieses No One Leaves, das stand hier schon mal an anderen Ort. Da. Ich sehe nichts. Vorsicht, Vorsicht, es ist voller Benzin. Ui, voller Benzin. Da ist jetzt kein Benzin mehr drin. Bam. Da gibt's einen Kopf am Stiel. So, was ist schon? Sind die alle dead? Dann würde ich mich freuen, wenn es dem so wäre. Okay, kann man nicht eigentlich... Naja, okay. Ich wollte gerade fragen, ob man mit Q, wenn man das spammt, also wenn man das drückt, ob man dann halt auch sieht, was man hier noch looten kann und was nicht. So, und Fackel nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Vielleicht wird uns dann auch wieder wärmer. Jut, jut, jut. Hier gibt es nichts weiter im Text. Aber sie läuft immer noch so... Oh, der liegt aber... Kamasutra-mäßig bequem da. Naja, danke, Kollege. Waffenmodifizierung. Ja, wahrscheinlich für die Pistole. Da geht's vielleicht hoch oder bestimmt hoch. Den hat's aber auch schön weggepfeffert. Sehr schön, sehr schön. Ich liebe Ragdolls. Ist das hier irgendwas? Ne, reflektiert nur. Ich dachte, da ist jetzt... Da kann man irgendwas einsetzen, irgendein Zahnrädchen oder sowas. Kann man eigentlich, das würde mich jetzt interessieren. Ratten, kommen die an. Alter. Das kannst du doch nicht bringen. Wo ist die Ratte jetzt? Da. Man kann die Ratten auch looten. Okay, okay, okay. Geht's hier rein? Nee. Der Typ war jetzt aber fies unterwegs, aber ich nehme jetzt mal lieber doch den Pfeil und Bogen als die Knarre. Ich finde irgendwie mit Pfeil und Bogen, finde ich irgendwie stylisch. Finde ich gut. Schwupp. Da oben scheint es auch noch weiter zu gehen. Beziehungsweise nur da oben geht's lang. Was soll ich denn hier aufnehmen? Und dann? Niemand geht. Das hast du jetzt erst gelesen? Na gut. Soll ich das Zeug denn jetzt irgendwo besonders hinwerfen? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig gecheckt.
was ich damit machen soll. Türen. Ach, okay, alles klar. Station. Und jetzt kommt da überall dieses. Es gibt keinen Ausweg, Outsider! Wie hat er mich gemacht? Outsider? Pass mal auf. So, jetzt aber raus hier. Ein Lämpchen nehmen. So. Bist du jetzt schon da? Bleibst da stehen, ne? Bam. Hihihi. Ich hab mal die Wand ein wenig verschönert. Ich hoffe, es gefällt dir. Lebt er noch? Irgendjemand stöhnt doch hier noch rum. Ah, okay. Karabiner. Oh, weil du so nett fragst. Fahr zur Hölle. Du bist ja so tough. Fahr zur Hölle. Juppa. Okay, ach, das war der Raum. Schön, schön. So, jetzt haben wir das Ding halt. Ich find's irgendwie. Das Zielen ist irgendwie komisch. Kann ich eigentlich darüber das auch auswählen? Ja. 1, 2, 3, 4. Auf der 4. Na, egal. Weiter. Ich bin gerade wieder total angefixt von dem Spiel. Das heißt wieder, ich zock's ja jetzt zum ersten Mal. Aber ich bin richtig angefixt. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Was denn für ein Krieg? Junge, ist nicht mitbekommen? Ja, jedenfalls habe ich richtig Bock auf das Spiel gerade und ich weiß eigentlich, dass ich vielleicht noch 1 oder 2 Folgen aufnehmen kann. Und dann sollte ich mich. Wow, fuck! Okay. Mofo schießt. Ihr seid alle tot. Gut. Nachladen. Da oben noch. Alter, ich war doch voll drauf und er zieht voll drüber. Okay. Bam. Motherfucker. Bam. Shit. Das kann aber nicht wahr sein, ey. Jetzt konzentrier dich doch mal. Bam. Ja, echt jetzt? Die schießt auf uns. Warum wohl? Bescheuert oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Boah. Boah, das war jetzt gerade ein kleiner Krampf. Alter Falter. Und dieser Karabiner ist ja mal zwar stark, aber irgendwie voll ungenau. Deswegen lieber Pfeil und Bogen. Irgendwie harmoniert das mit dem besser. Und wovon ich auch gerade momentan sehr angefixt bin, ist von Fassbrause. Kennt ihr das? Boah, ey, das habe ich als Kind so gerne getrunken. Das habe ich jetzt wieder entdeckt. Und es schmeckt wie früher. Steht auch auf der Flasche drauf. Muss ich lachen.
So ein bisschen. Okay, Embrace the Flames. Das sind komische Leute, ey, ganz ehrlich. Es geht mal ab bei denen. Vater Matthias wird uns befreien. Fear the Demons. An dieser Insel? Ich glaube nicht, dass er die Insel meint, wenn ich ehrlich bin. Da liegt auch noch irgendwas. Ah, Geocache. Das interessiert ja eigentlich nicht. Geht's hier in den Raum weiter, oder? Fuck. Fuck. Oh. Ey, das könnt ihr doch nicht bringen. Ihr könnt das nicht... Oh, ihr Arschlöcher, ey, ganz ehrlich. Wahrscheinlich geht's da weiter. Ich gehe erstmal hier hoch, falls ich von hier hoch kann. Ich will da hoch. Kann man nicht hoch. Keine weiße Linie, kann man nicht hoch. Nee. Ach, guck, hier waren eigentlich die ganze Zeit auch noch so Fässer, die man hätte drücken können. Hm. Ah, ich verjag mich jedes Mal, wenn die da ja so runtergejumpt kommen, wie so letzter. Hab ich den jetzt irgendwie überhaupt gelootet? Ich glaub schon, oder? Gerade so Brain AFK, das ist der Wahnsinn. Da kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir durch. So. Ah ja, das Kontrollpanel-Dingen sollten wir ja suchen. Haufen Blätter. Toll. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Das Atmen ist tief. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Alright. Schon wieder klettern. Großartig. Klettern ist cool. Was hat denn der Typ gerade so rumgestöhnt? Ah ja. Pfeile haben wir. Was ist das denn für eine Zeichnung? Sacrifice? Oh. Okay. Da sollten wir jetzt mit Vorsicht rangehen. Alter! Oh. Die von Square Enix sind so ein bisschen masochistisch veranlagt, kann das sein? Shit! Oh. Ich zuck da echt bei jedem Scheiß zusammen irgendwie. Boah. Leider halt voll mit. Boah, sieht das schön aus. Das ist doch nicht normal. Stimmt allerdings. Da hat sie jetzt gerade recht. Bei den anderen Tomb Raider Teilen war das auch immer so, dass die sehr wie sagt man, dass da immer so ein paar mystische Sachen halt vorgefallen sind, die man so an sich nicht hätte erklären können. Das fand ich ziemlich cool und das erinnert mich gerade daran, dass es halt wahrscheinlich, dass es vielleicht auch hier genauso ist. So, für dich braucht man ja
Präzision irgendwie, gepolsterter Schaft. Griff und Stabilität der Waffe beim Feuern, okay. Großraummagazin brauchen wir nicht. Effektiv das Gas beim Feuern und verringert so den Rückstoß. Rückstoß, weniger Rückstoß ist geil, aber kann ich noch nicht machen. Okay. Machen wir jetzt mal das hier. Jetzt haben wir eh nur noch 150. Gucken wir mal, ob wir bei der Waffe noch was machen können. Aber ich glaube nicht. Oder? Gemeistert? Ne. Gut. Dann. Achso, einen Fähigkeitspunkt hatte ich doch, glaube ich, noch, oder? Fähigkeitspunkt hatten wir noch. Wunderbar. Das Menü ist echt komisch. Naja. Fähigkeit, Basislage, Kämpfer-Upgrades. Schmerztoleranz. Das klingt ja cool. Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben? Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um Anfälligern überkommen? Machen wir erstmal mehr. Sie können mehr Schaden einstecken, bevor Sie sterben. Das ist sehr gut. Machen wir jetzt auch. Gemeistert, alles klar, weiter geht's. Ruf zum Turm, würde ich meinen. Uiuiui, jetzt laufe ich aber ein bisschen leichtfertig darüber. Fuck you! Fuck you! Nein, nein, nein. Oh, ich hab's verkackt. Ich hab zu hektisch drauf gedrückt. Oh, ich hab mich wieder voll erschrocken. Ey, Arschlöcher, das könnt ihr doch nicht machen. So, hab mich jetzt. Muss ich nochmal irgendwas machen? Nee, ist alles gemacht. Gut. Oh, hab ich mich voll verjagt. Ey, das geht gar nicht. Ja. Komm da raus. Klar. Da, du Arschgranate, du. Nee, wir nehmen Pfeil und Bogen. Oh, okay. Irgendwo ein Fass? Ne. So, komm schon. Der ist auch down. Obwohl, wir können den Karabiner gleich mal ausprobieren. Einfach nur, um zu wissen, ob der jetzt wirklich präziser ist. Damn, damn! Ah, irgendwie nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Na egal, Feinbogen. Feinbogen rockt einfach nur. Das Ding ist einfach so mega. Bam. Bam. Nein. So. Ich bezahle gar nicht. Ich schieße. Das ist eigentlich eine übelst coole Methode, sich da hinzustellen und Q drücken, dann sieht man die Feinde irgendwie so ein bisschen besser. Finde ich jetzt an sich nicht verkehrt. Aber es waren wahrscheinlich noch nicht alle, weil spannende Musik läuft immer noch. Und wir wissen ja schon seit Bioshock Infinite. Ah, guck mal hier. Bumm, ne, doch. Seid ihr alle beide draufgegangen? Sehr gut, sehr gut, ihr Mofos. Ah, okay, ich dachte, das könnte auch noch explodieren. Tut's aber nicht. Das ist fies. Die KI. Einer lenkt mich ab und der andere schießt dann auf mich. Ist eigentlich cool. Also, von der KI her. Ah! Seid ihr? Down? Was war denn das? Ich habe gerade noch irgendwie so rascheln gehört. Huiuiuiui.
hier oben. Ui, sorry, ich wollte nicht auf dich rumdrehen. Ich überlege die ganze Zeit noch über diesen Matthias nach. Der Typ ist einfach irgendwie creepy und komisch. Ah, naja, mal sehen. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Okay, 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 okay. Oh, das wäre aber geil gewesen, wenn ich dich... Okay. Komm jetzt nicht hier hoch. Spinnst du? Oh, das gibt's doch nicht. Erwischt. Bist du down? Nee, ich gehöre nicht dir. Ah. Alter, schlaf doch nicht ein. Also ich meine jetzt mich. Ich mag es mich selber zu beleidigen. Alter, leck mich doch die am Arsch. Da ist er jetzt. Shit, ey. Komm her. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm raus, trau dich. Geh doch. Brennst du selber? Arschloch? Na. Ist ja immer noch nicht down. Na? Ist er denn jetzt hin? Ist er doch down? Mein Wufsen richtet sich gerade eben schon wieder die Decke zurecht. Und wenn er so weitermacht, ist der Hund irgendwann mal im Flur. Alter, was kommt denn jetzt? Sie gehören mir! Was bist du denn für einer? Okay, okay, okay. Okay, okay. Ich hab's geschnallt. Leichter als ich dachte. What the fuck? Okay, haben wir jetzt alle? Ich habe aber gerade eben noch so eine Frauenstimme gehört. Ich habe nur noch 7 Pfeile. Okay, dann muss ich jetzt mal auf Karabinen zurückgreifen. Sonst wird das nichts mehr. Okay. Boah. Hui. Wir haben es eigentlich ganz... wacker geschlagen. So schlecht war das doch jetzt nicht. Was hat's da? Hä? Okay, ich wollte eigentlich Feuer. Aber Bergungsgut ist auch gut. Widerspreche ich nicht. Gut. Ich überlege gerade, ob es schon mal so ein Teil gab. Von Tomb Raider, ob da wurde auch so das Wetter so ganz komisch gespielt hat. Ich kann mich bloß nicht dran erinnern. Schon echt ein bisschen länger her. Aber ich weiß noch, als die das Spiel hier angekündigt haben, habe ich mich auch so dermaßen drüber gefreut. War so richtig heiß drauf, das Spiel zu spielen. Und jetzt spiele ich es doch erst jetzt. Fast 2 Jahre nach Release. Aber wie sagt der Rixen immer, Spiele sind dafür da, um gespielt zu werden. Also machen wir das auch. Und ihr seht das dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.